Nummer 1, lange unter Menschen zu sein, strengt dich an. In dieser Aussage versteckt sich wahrscheinlich irgendwo ein unanständiger Witz. Gemeint ist aber einfach, dass es ein ziemlich sicheres Anzeichen für Introvertiertheit ist, dass dich lange soziale Phasen erschöpfen. Was übrigens gar keine Wertung hat. Das ist nicht gut oder schlecht, es ist einfach etwas, was du bemerkst und etwas, womit du umgehen musst. Je größer und unübersichtlicher die Gruppe ist, mit der du rumhängst, umso schneller hast du das Gefühl, dringend eine Auszeit zu brauchen. Das heißt nicht, dass du die Menschen nicht magst, mit denen du Zeit verbringst. Typisch introvertiert ist auch, dass selbst deine Familie, deine Freunde oder dein Partner dich irgendwann erschöpfen. Auch das ist nicht wertend gemeint. Du kannst jemanden über alles lieben und trotzdem irgendwann merken, dass du dich nicht mehr so richtig beteiligen willst, vielleicht abgelenkt bist oder dich einfach müde fühlst. Experten vermuten, dass es unter anderem daran liegt, dass introvertierte Gehirne aktiver sind und gleichzeitig Reize schlechter filtern. Sie erreichen also schnell ideale soziale Stimulation und überschreiten den angenehmen Punkt auch bald. Für Extrovertierte ist es eher so, dass sie viele aufregende Reize brauchen. Deshalb ziehen sie ihre Energie primär aus ihrem Sozialleben und brauchen weniger oder gar keine Zeit allein, um sich wohlzufühlen. Nummer 2. Wenn du allein bist, kannst du zur Ruhe kommen. Vielen Introvertierten sieht man nicht an, dass sie introvertiert sind, weil sie sich ganz normal verhalten, Freunde haben und aktiv sind. Das klare Anzeichen, dass jemand trotzdem introvertiert ist, findet man in den Auszeiten und Ausgleichsphasen. Denn um richtig zur Ruhe zu kommen, brauchen Introvertierte Zeit für sich. Dabei kommt dann nicht etwa Langeweile auf. Introvertierte beschäftigen sich auch allein. Manche nutzen ihre Zeit für sich, um richtig zu entspannen und den sozialen Phasen entgegenzusteuern. Es gibt aber auch Intros, die in ihrer Alleinzeit recht aktiv sind und zum Beispiel Sport treiben oder einem Hobby nachgehen. Wichtig ist, dass die fehlenden sozialen Reize für Wohlbefinden sorgen. Introvertierte fühlen sich in solchen Momenten in der Regel nicht einsam. Ausnahmen gibt es natürlich. Wer kein zufriedenstellendes Sozialleben hat, der kann natürlich auch als introvertierter Mensch Einsamkeit spüren. Aber nur weil gerade niemand da ist, bedeutet das noch nicht, dass man einsam ist. Auch gut allein klarzukommen und diese Alleinzeit sogar dringend zu brauchen, um Zufriedenheit zu spüren, gilt als typisch introvertiert. Nummer 3. Du durchdenkst Themen lieber lang und umfangreich, als deinen ersten Gedanken herauszuposaunen. Introvertierte sind keine perfekt tiefgründigen Menschen, die immer nur Wertvolles beizutragen haben. Auch wir sagen dumme Dinge, treten in Fettnäpfchen oder verpassen es auch mal, den Mund zu halten. Aber so generell würden wir im Normalfall bevorzugen, etwas länger nachzudenken und dann erst zu sprechen. Einfach nur irgendwas zu sagen, damit es nicht still wird, ist einfach nichts, was Introvertierten Spaß macht. Wie gesagt, Extrovertierte können aus lockeren Unterhaltungen viel mitnehmen. Das fühlt sich für sie natürlich an. Aber introvertierte Menschen können sich eher getrieben fühlen, wenn es nur darum geht, irgendetwas zu sagen. Solltest du introvertiert sein, bevorzugst du es wahrscheinlich, dich erst einmal in ein Thema oder eine Frage hineinzudenken. Deshalb mögen übrigens viele Introvertierte in der Schule auch schriftliche Aufgaben viel lieber als mündliche. Okay, bevor wir mit Punkt 4 weitermachen, eine kurze, aber wichtige Anmerkung. Niemand ist zu 100% introvertiert oder extrovertiert. Wir verstehen das als Spektrum. Aber wenn du allen 7 Punkten hier zustimmst, findest du dich schon deutlich bei den Intros wieder. Trifft nur einiges auf dich zu, tendierst du wohl eher zur Mitte. Dafür benutzen einige dann den Begriff ambivertiert. Oder aber sie definieren sich einfach gar nicht über dieses Merkmal, was auch okay ist. Nummer 4, Smalltalk magst du gar nicht. Dieser Punkt ist dem vorherigen ähnlich, aber er ist eben auch nicht identisch. Smalltalk ist etwas, was unsere moderne Welt einfordert und was wir leider Gottes auch brauchen. Da wir unfassbar viele lockere Kontakte haben, ist es nun mal nicht möglich, immer über das Universum oder gleich das Kindheitstrauma zu sprechen. Manchmal muss es auch um das Wetter gehen. Und das nervt die meisten Introvertierten. Wer durch soziale Kontakte nach und nach Energie verliert, der hat eben keinen Bock, etwas von dieser Energie an Menschen abzugeben, die man eh nie wieder sieht oder über die man nichts wissen will, die nichts über einen selbst wissen wollen. Smalltalk hat die Funktion, einen einfachen Gesprächseinstieg zu bieten und peinliche Stille zu füllen. Introvertierte können die hohe Kunst des vielen Nichtssagens natürlich auch erlernen und beherrschen, aber die meisten werden ein tiefgründiges Gespräch immer bevorzugen. Und wenn sie die Chance haben, durch ein strategisches Abwarten im Flur ein Gespräch mit den plappernden Nachbarn zu vermeiden,
werden sie diese Chance im Regelfall auch ergreifen. Nummer 5. Das, was du sagst, ist nur ein Bruchteil dessen, was du denkst. Ein sehr, sehr typisches Problem von Introvertierten ist, dass sie es nicht schaffen, ihre Gedanken und Gefühle zufriedenstellend auszudrücken. Nein, das heißt nicht, dass alle Introvertierten auch soziale Ängste hätten oder den Mund nicht aufkriegen würden. Es heißt einfach nur, dass viel nachzudenken nicht heißt, dass man weiß, wie man sich effektiv mitteilt. Obwohl, manche wollen das auch gar nicht. Sie finden es total okay, dass sie nicht alles aussprechen, was sie denken. Sie bevorzugen es, ihre Meinung für sich zu behalten. Manch einer versteckt hinter seiner stillen Art sogar eine ziemlich große Meinung und einen Schwall an absurdesten Beleidigungen für die Menschen, die er nicht mag. Es gibt natürlich aber auch das Gegenstück. Introvertierte, die ihre positiven Gefühle nur schwer vermitteln können. Manchmal ist das in romantischen Beziehungen ein Problem. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wenn du denkst, dass viele Leute jeden Gedanken aussprechen, wenn du deine innere Welt nur selten nach außen trägst, dann ist das ein typisches Anzeichen für Introvertiertheit. Nummer 6. Du beobachtest gerne. Viele Menschen finden Beobachtungen langweilig. Nur wahrzunehmen und zu verinnerlichen gibt ihnen nichts. Sie müssen unbedingt aktiv beteiligt sein oder reden, um etwas Positives zu fühlen. Diese Leute können nicht mal einen Kinofilm gucken, ohne sich zu unterhalten oder bei 100% Helligkeit Instagram zu checken. Und diesen Menschen wünsche ich, dass sie für den Rest ihres Lebens einmal täglich unerwartet auf einen Legostein treten und ihnen auf ewig die Ärmel beim Händewaschen herunterrutschen. Sorry, wo waren wir? Oh ja, die Beobachterrolle liegt den meisten Introvertierten. Nein, das heißt nicht, dass wir nie was sagen oder wie kleine Detektive nur Notizen machen. Aber wir stören uns eben auch nicht daran, eine Weile ruhig zu sein und erst einmal nur Eindrücke und Ideen aufzusaugen. Das, was wohl so gut wie jeder Mensch bei einem richtig schönen Sonnenuntergang spürt. Dass man mal einfach nur innehalten und nicht performen muss. Das spüren Introvertierte häufiger. Und eben auch in anderen Situationen, wie in Teammeetings oder auch einfach nur beim Einkaufen. Beobachten ist für uns keine Bestrafung. Nummer 7. Intensive Erfahrungen sind wichtiger als zahlreiche Erfahrungen. Wer gerne beobachtet, der wird typischerweise auch mehr aus einem Moment herausholen. Wir leben ja nun mal in einer schnelllebigen Zeit, die auf ständige Veränderungen aus ist. Aber viele Erfahrungen zu haben, heißt ja nicht, bessere Erfahrungen zu haben. Eher im Gegenteil. Die meisten Introvertierten würden ein langes, intensives Gespräch mit einem Freund einer Party vorziehen. Nicht, weil sie Partys konsequent hassen. Aber wenn sie darüber nachdenken, was ihnen wirklich etwas bringt und sie auf tieferer Ebene berührt, dann ist das eher das gute Gespräch. Wenn du in der Welt der Pokémon leben würdest, würdest du dann möglichst alle Pokémon fangen wollen oder dich eher auf dein ausgewähltes Team konzentrieren? Wenn du die Chance hättest, die Backstreet Boys zu treffen, würdest du alle einzeln für 2 Minuten treffen wollen oder einen von ihnen für 10 Minuten? Das sind alles andere als perfekte Fragen, ich weiß. Aber gemeint ist einfach nur, dass mehr, mehr, mehr für viele Introvertierte nicht so richtig funktioniert. Sie wollen sich Zeit für Dinge nehmen. Das gilt für Gespräche, Beziehungen, Hobbys oder eben auch Unterhaltung. Einfach nur flüchtige Eindrücke sammeln ist möglich, aber nicht ideal. So, jetzt kannst du gerne kommentieren, wie viele der 7 Anzeichen auf dich zutreffen. Wie gesagt, auch wenn du nicht bei 7 von 7 landest, kannst du noch unter den Begriff introvertiert fallen. Außerdem kommen natürlich noch andere Einflussfaktoren wie Kindheitserfahrungen, deine aktuelle Lebenssituation oder chronische Erkrankungen dazu. Du musst heute oder generell nicht zu einem abschließenden Urteil kommen. Wenn du mehr über Introvertiertheit erfahren willst, kannst du gerne den Kanal abonnieren.